Neueste Umfragen zeigen, die Grünen sind so unbeliebt wie seit 5 Jahren nicht mehr. Die Zustimmung liegt nur noch bei 13%. Die Grünen im freien Fall. Unser Reizthema des Tages mit Focus Online-Chefkorrespondent Uli Reitz. Uli, welche Gründe siehst du für den grünen Absturz? Also, die Grünen haben sich jedenfalls ihren Absturz, 5-Jahrestief, das ist ja schon was, den haben sie sich redlich verdient durch ihre eigene Arbeit, würde ich sagen. Die Grünen wollten mal Volkspartei sein und im Moment tun sie alles dafür, dass sie nicht mehr Volkspartei sind oder nicht mehr als Volkspartei wahrgenommen werden. Das steckt dahinter. Es gibt ja zwei ambitionierte grüne Politiker mit Annalena Baerbock und Robert Habeck, die ja auch mal Kanzlerambitionen hatten. Ist das alles nicht mehr wichtig? Für diese beiden ist das nach wie vor wichtig. Nur Robert Habeck hat sich vorerst die Dinge versaut mit seinem Heizungsgesetz. Jetzt sind die Grünen selber unglücklich darüber, weil es natürlich die Handschrift der FDP trägt, die die stärksten Böcke daraus verhandelt hat. Auf der anderen Seite hat Habeck natürlich seine Ideologieanfälligkeit gezeigt, indem er den Gesetzentwurf von Patrick Greichen, seinem früheren Staatssekretär, Familienbande, dass er den einfach so übernommen hat. Das hat gezeigt, dass Robert Habeck auch der Ideologie zuneigt, mehr als der Mitte der Gesellschaft, für die er ja mal angetreten ist. Und andere Gesetzentwürfe, die bestärken das natürlich oder Vorhaben, wie das von Ferda Attermann, der Diskriminierungsbeauftragten des Bundes, der unabhängigen Diskriminierungsbeauftragten des Bundes. Das heißt, in Wahrheit heißt es auch, eine Regierung kann diese Frau niemand stoppen. Die Grünen unbeliebter denn je, beziehungsweise so unbeliebt wie seit 5 Jahren nicht mehr. Welche Gründe hat das denn, dass die Wähler plötzlich sagen, nein, Grün würde ich nicht mehr wählen? Also das Schlimmste, was man mit Wählern machen kann, ist es, in ihren privaten Bestand einzugreifen. Und dabei dann auch noch zweitens das Gefühl zu vermitteln, die Wähler sollten bevormundet oder gegängelt werden. Wenn man sozusagen die halbe Republik zu Diskriminierungsopfern erklärt, und die andere Hälfte sind diejenigen, die in Gefahr stehen, diese Opfer zu diskriminieren, dann tritt man den Leuten völlig auf die Füße. Und abgesehen davon ist natürlich so ein Plan wie von Ferda Attermann, ist aus meiner Sicht und entsprechend äußern sich ja auch Rechtsexperten schlicht und einfach verfassungswidrig, weil es eine Umkehr der Beweislast bei der Diskriminierung nicht geben darf. Eine Jahrzehnte Errungenschaft in unserem Rechtssystem. Das ist einfach wirklich schlecht. Und andere Gesetze wie das Vorhaben eines Gleichstellungsgesetzes setzt das biologische Geschlecht faktisch außer Kraft. Sowas wollen die Leute nicht. Das verstehen auch die Leute nicht. Und es ist ein reines Minderheitenprogramm, außerordentlich nischig. Und die Grünen bewegen sich wieder auf diese Nische zu. Und die Leute spüren das. Und deswegen sind sie mehr oder weniger entsetzt von den Grünen. Und selbst die wohlmeinenden bürgerlichen Kreise, die die Grünen zeitgeistig wunderbar fanden, die kehren ihnen jetzt den Rücken. Das ist das, was wir im Moment gerade sehen und erleben. Wo gehen denn die enttäuschten grünen Wähler dann hin? So genau kann man das nicht sagen. Es gibt keine einfachen Erklärungen dafür. Bei der Wählerwanderung ist es immer ein bisschen komplexer. Aber die Grünen verstärken jedenfalls mit ihrer Nischenpolitik und ihrer Bevormundungspolitik das Unbehagen an dieser Bundesregierung. Und dieses Unbehagen, das ergießt sich in die Umfragewerte der AfD. Insofern kann man vielleicht sagen, zwischen den sinkenden Werten der Grünen und den stabil gestiegenen Werten der AfD gibt es so etwas wie kommunizierende Röhren. Das eine hängt vom anderen ab. Das einen Leid ist des anderen Freud. So ist es wie im Privatleben, so ist es natürlich auch in der Politik. Ist dieser Trend wieder umkehrbar? Na klar, man müsste saubere Politik machen, raus aus der Nische, sie anständig den Bürgern erklären. Diskriminierung zu bekämpfen ist ja eigentlich ein positiver Ansatz. Ich meine, ich glaube, kaum jemand auf der Straße, den man fragt, möchten Sie gerne andere Leute diskriminieren, würden sagen, ja, und zwar mit Freuden.
Also insofern ist das schon okay, aber es ist wie immer bei den Grünen, too much, es ist zu viel und zu viel auch der Ideologie. Und die Leute wollen aus der Mitte heraus regiert werden mit gesundem Menschenverstand und haben ein feines Gespür dafür, wann die Ideologie überhand nimmt. Und insofern müssen die Grünen, wenn sie wieder steigende Werte haben wollen, sich in die Mitte zurückbewegen, Richtung bürgerliche, aufgeklärte Vernunft. Davon sind sie im Moment sehr weit weg. Unser Reizthema des Tages. Vielen Dank, Uli. Gerne, Caro.